Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge 242, ist es glaube ich, von Avorion. Ja, wir sind hier in unserem Schiff. Der Thomas Stehler hatte mir geschrieben, dass ich ja vielleicht mal Handel betreiben könnte. Und ich glaube, in diesem Schiff, warte, lasst uns da mal schnell noch reingucken. Ist ein Händler drauf, meine ich. Genau so ist es, dann können wir den auch zum Handel schicken. Wir müssen aber gucken, dass wir vielleicht noch irgendwie was haben, wo wir uns damit fortbewegen können. Ich glaube, das fehlt. Aber nach dem Intro schauen wir da mal weiter. Bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken, wie kommen wir denn weiter? Das ist eine gute Frage, ne? Was sind wir hier? Ach so, im Reparatur, ein Schiffswerft näher und dann können wir hier das definitiv aufrufen. Die Schiffswerft ist dort hinten. Bringt es dahin zu fliegen? Da gibt es Ressourcen, sagt er. Aber nee, das bringt uns gar nicht weiter. Ich glaube, wir fliegen mal besser hier zum Ausrüstungsdock. Weil das ist vielleicht viel interessanter für uns noch gerade. Ja, müssen wir mal schauen, was wir da noch sehen können. Und das eine oder andere. Nee, kaufen. Müssen wir mal gucken, weiß ich noch nicht. Mal sehen, was es da gibt. Thomas Stehler hat auch geschrieben, dass ich da mit Elektrowaffen und so weiter und so fort so einen Mix haben muss, am besten wahrscheinlich, um dann die Schiffe zu schaffen. Das meiste, was da im Kern ist, ist wohl Elektro, das ich da brauche, damit die Schilder am schnellsten runtergehen. Weil dann sind sie sehr schnell verwundbar und dann ja, muss man das wohl wahrscheinlich nur so machen. Ja, gucken wir aber erstmal. Jetzt sind wir hier erstmal bei dieser Station jetzt hier. Docken wir da mal an. So, da können wir den Traktorstahl bemühen, dass wir da dran kommen, ne? Gut, F. Guten Tag, sind wir automatische Antwort, ist Ausrüstung handeln. Wollen wir machen? Ja, können wir machen. Hier ist alles nur in Eisen, also nichts Besonderes. Abwrackgeschütz, Distanz, dreifach Minigun. Im Prinzip ist das alles nichts, was wir brauchen, ne? Weil qualitativ hier ja natürlich im Außenbereich nichts Tolles. Geschützkontrollsystem, plus 2, plus 1, plus 2. Automatische Geschützturmslots, 2. Beliebige-Schütze, naja, das hört sich aber noch wenigstens gut an, oder? Komm, lass uns das noch gerade kaufen. Und das kostet 109.000. Unbewaffnete Geschütze. Autogeschützturm, nee. Ist hier nichts, komm, das hat keinen Sinn so. Lass uns überlegen, wie wir hier weiter zum Kern hinkommen. Ich glaube, hier über diese Dingens können wir da am schnellsten hinkommen. Das bedeutet den. Den und dann könnte ich den da hinschicken, ne? Aber ich habe jetzt. Weißt du was? Lass uns erstmal gerade hier aussteigen. Gut, und jetzt können wir schicken. Weil dann bleibe ich hier, guck zu, dass ich ja am Dingens Reparaturdock vielleicht noch ein Schiff baue. Muss ich mal gucken, weiß ich noch nicht. Discover schicken wir auf jeden Fall erstmal da irgendwo hin. Warte, das war das. Dann fliege ich mal dahin. Dort hin. Ah, oh, was war das jetzt wieder? Shift-Taste doch gedrückt halten, ne? Und dann sollte er doch hier hinspringen, oder? Sprünge verketten. Dann nach da und dann nach da. Passt. Okay, dann kommen wir da ins Zentrum, das ist schon mal besser. So, irgendwann ist er weg, will ich hoffen. Macht er, macht er. Gut, und wir müssen jetzt gucken, dass wir woanders hinkommen. Weg ist er. Wo ist die Schiffswerft? Da oben. Gut, dann mal auf die Reise. 32 ist es weit. Ist ein Stück.
Xanion wird da abgebaut, das ist schon mal gut. Ja. Und dann müssen wir mal gucken, was wir hier mitmachen, ne? Ja, die kleine Drohne, ich wäre vielleicht besser mit dem anderen Schiff da erst hingeflogen. Das war wahrscheinlich schneller wie die kleine Drohne. Da haben wir gerade wieder Blödsinn gemacht. Naja, ist halt so. Können wir jetzt auch nicht ändern. Kilometer noch. Da kriegen wir schon noch hin. Die Besatzung des Traveler wurde bezahlt. Ja, wenn wir noch ein bisschen Geld haben, dann geht's ja noch, ne? Ah, Baumenü, ja, aber ich hätte keine Generatoren bauen können. Das kann man ja nur immer in der Nähe von hier, irgendwelchen Schiffen oder so, ne? Oder? War doch so, oder? Das wäre jetzt hier Grunde ein Schiff. Keine Ahnung, wie soll ich das nennen? Hm. Ich nenne das mal Gurke, weil die Gurke dann hier rum, ne? Zwei. Jetzt habe ich die. So, jetzt muss ich das hier bauen. Ist alles zu wenig, ist klar. So, und der Thomas Stehler hatte noch mit dem Hyperraumkern gesprochen. Generator. Sehr fragile Hyperraum sind sie mit Technologie? Nee, das war es dann nicht. Muss ich wahrscheinlich hier reingehen, ne? Und dann hier gucken. Hyperraum-Sprungkern oder sowas. Trägheitsdämpfer. Produktion, Flugschreiber. Wo ist denn das Ding? Hyperraumkern, da ist er. Copy? Nee. So, smarte Hülle war verkehrt. Hyperraumkern, wo war er jetzt? Da. 2000? Haben wir natürlich nicht. Super. Dann machen wir nur so groß. Ist, glaube ich, nicht ganz genau groß, oder? Naja. Ist auch erstmal egal. Dann gehen wir auf Trinium und holen uns da den Rest von, weil. Wo ist jetzt hier ein Triebwerk da? Das haben wir auch schon mal dran. Dann brauchen wir einen Generator. Aber der ist auch dafür zu teuer. Generator und dann brauchen wir noch eine Batterie oder einen Energiecontainer ist das dann. So. Dann würde ich sagen, brauchen wir noch Quartiere. Ich glaube, die müssen aber nicht so groß sein, oder?
die da auch, wie viel das sind. 13 dazu. 26 dazu. Passt, machen wir. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir hier noch so ein Gyros Phalanx und so. Machen wir erstmal so. Und dann drehen wir den noch um. Dann kann der auch so rumrollen. Wieso ist denn der jetzt so? Achso, weil er nicht quadratisch mehr war. Okay. Ich glaube, jetzt passt es wieder, ne? Ja, sieht erstmal gut aus. So, der dreht links, rechts rum. Der Daser, jetzt brauchen wir noch horizontal. Ich glaube, da müssen wir so rumdrehen, ne? Oder? Ja, ich glaube, das ist jetzt richtig. Jetzt ist das Ding wieder so komisch. Steuerung C, Steuerung V. Ja, toll, jetzt hat er den genau kopiert, so wie ich es nicht haben will. Ey, oh. Ey, das ist denn der Kern hier. Na, das bringt alle nix. Ach, wir haben kein Geld mehr, oder was? Auch geil, oder? Kann das Ding fliegen? Ja, aber nicht so gut, ne? Und bremsen kann es schon mal gar nicht, ne? Tja, wenn jetzt ein Dockingport in der Nähe wäre, ne? Also ist es, ne? So ist nicht. Drehen tut er sehr gut. Tja, ich krieg ihn aber wahrscheinlich nirgendwo anders hin mehr. Wenn er denn da hingeht, wo ich ihn haben will. Traktorstrahl, ganz schnell. Gut, haben wir es geschafft. Und jetzt brauchen wir eine Crew. Kriege ich die angeheuert? Nein, nicht genug. Es fehlt Credits. Krieg zwei Leute noch dazu. Anheuern. Jetzt haben wir ein Problem, ne? Ich hoffe mal, die Spritquelle macht mal gleich einen Umsatz, damit da was wird. Okay. Einen hätten wir noch. Ich glaube, wir machen den hier und hoffen, dass das dann soweit klappt. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Doch, Credits, 200. Zum Glück. Crew erneuern.
angeheuert und eingesetzt dann, ne? So, was jammert er da jetzt da oben? Ja, schwach, ist klar, okay. Jetzt müssen wir nochmal bauen. Ab ins Baumenü. Und jetzt müssen wir den drehen. Ich glaube, wir müssen jetzt so drehen. Dann müssen wir den da dran bauen. Und zwar hier ein bisschen einkürzen. Da ein bisschen breiter machen. Passt das schon? Ich glaube schon, ne? So. Das sieht doch erstmal gut aus, oder? Jetzt nehmen wir Titan. Korrekturdüsen fehlen uns auch noch. Spiegelseitig. Jetzt hat er doch keine Spiegelseite gemacht. Ah. So, jetzt ist es gespiegelt. Das haben wir. Und jetzt müssen wir noch diese Bremse haben. Trägheitsdämpfer. Kommt gleich hier vorne dran und passt. So. Geh mal gerade raus. Also der fliegt erstmal. So, und was macht der Hyperraumkern? Ja, für das kleine Ding ist die Reichweite ganz schön groß, oder? Kann das sein? So, jetzt müssen wir nur weiterkommen. Ja, schauen wir mal. Was passiert denn jetzt hier mit den anderen Schiffen? Wo ist das eine vor allem hin? Der Traveler springt noch, ne? Der Discover hieß er. Okay, der muss noch hier hin und dann da hin, okay. Und wir sind jetzt dort. Also dieses Arborion ist jetzt zwar schon da drin, aber besser ist es nicht. Also wir hatten hier im Sektor einen Ausrüstungsdock. Vielleicht bringt uns das was weiter. Nee, wahrscheinlich auch nicht. Nimm das mal. Hier wollte ich hin. Da wollte ich hin. Handelssystem. Bergbausystem, Geschützkontrollsysteme. Nee. Das Beschleunigungsantriebssystem brauche ich jetzt nicht wirklich. Nee, hier ist leider nichts bei. Dann gucken wir, dass wir das Ausrüstungsdock nochmal besuchen. Was hat's denn erstmal? Hyperraum-Booster-System hier, 1 kaufen, 10.000. Lass uns dahin fliegen. Da ist es. Kurz dahin. Ich glaube, das fliegt eine ganze Ecke schneller wie das andere. Gedockt. Ausrüstung handeln. 8 Minuten. Ne, hier wollt man. Hyperraumbooster.
Sprungreichweite plus 1,3. Countdown minus 12%. Ist jetzt nichts Dolles, ne? Aber wahrscheinlich kriegen wir hier sowieso nichts Besseres. Ausverkauft steht da oben schon mal. Hier kaufe ich nichts mehr. Festinstallation. Reichweite. Na, ist doch ein bisschen größer geworden jetzt. Und dann würde ich sagen, springen wir erstmal dahin. Und hoffen, dass es dann ein bisschen besser weitergeht da, ne? Fliege mal gerade erstmal hier um die Ecke. Und dann nach da oben. Überraum lädt auf. So, und dann sind wir da schon mal weiter. Gut, ich würde aber sagen, wir machen erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.